Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr in meinem letzten Video wahrscheinlich schon gesehen habt, ich habe es da ja erwähnt, wollte ich ja schon wieder meine Haare tönen, aber das hat ja nicht so funktioniert, wie es sollte. Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, was ich denn jetzt mit meinen Haaren anstellen soll. Ich habe gerade erstmal so 20 Minuten locker überlegt. Das ist so schwierig, wenn man schon alles hatte. Dann fallen einem irgendwann einfach keine Farben oder Farbkombinationen mehr ein. Das ist so schlimm. Vor allem jetzt mit diesem Grün noch drin ist die Auswahl, was ich machen kann, natürlich auch begrenzt. Also so ein Pastellrosa wird es jetzt definitiv nicht. Ne? Gelb ist auch schwierig. Orange ist schwierig, sowas. Ne? Das heißt, es müssten schon eher dunklere Sachen sein. Ich habe überlegt, vielleicht irgendwie so lila-blau, vielleicht ein Farbverlauf. Oder diese Halb-Halb-Idee war ja schon gar nicht mal so scheiße. Und irgendwie bin ich nicht zu einem Entschluss gekommen. Deswegen dachte ich mir, ey, machen wir doch mal wieder unser altes Spiel. Einfach blind in meiner Farbkiste reingreifen und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Das mache ich jetzt gleich mal mit euch. Also hier sind noch die ganzen Manic Panic Farben. Die habe ich ja teilweise schon vorgestellt. Jetzt ist die Frage, nehme ich jetzt von den Manic Panic Farben schon welche, auch wenn ich die noch nicht vorgestellt habe? Das könnte etwas problematisch werden. Ich gucke erstmal, was an Directions noch da ist. Ich hole erstmal die ganzen Manic Panic Geschichten hier raus. Hier haben wir auch noch Sachen, die ich vorstellen wollte. Von Color Freedom. Die oxidativen Haarfarben. Das geht jetzt auch nicht mit dem grünen Stich momentan. Ach, ist das alles blöd. Okay, also das ist jetzt definitiv nur noch Directions gedöns. Hier sind alle Angefangenen, die ich habe. Soll ich jetzt einfach mal in die Angefangene reingrabben? Gucken, was da noch irgendwie super rauskommt. Also hier nehmen wir mal eins. 2, 3, 4. Ohne groß zu überlegen. Und dann gucken wir mal, was wir da noch haben. Ich will aber keine von oben. Gehen wir mal richtig schön da rein. Was ein Schwachsinn. Ah. So, was haben wir denn noch? 1, 2, 3. Nehmen wir noch 2 und dann gucken wir mal, was wir da rauszaubern. Okay. So, jetzt muss ich mal eben meine Brille aufziehen, sonst sehe ich nichts. Also das habe ich jetzt hier alles rausgezogen. Das sieht alles relativ bläulich-lila-mäßig aus. Das ist Dark Tulip. Das ist Plum, also Pink-Lila-Geschichten. Das ist Violet. Haben wir nochmal Violet. Nochmal Violet. Rose Red. Turquoise. Ein Turquoise dabei. Lilac ist zu hell, das kann ich nicht verwenden. Das würde man hier drauf nicht sehen. Nochmal Violet, ja schön, habe ich jetzt 4-mal Violett. Das kommt weg. Türkis und Lila ist auch irgendwie eine komische Kombi. Obwohl so half-half her kann das auch irgendwie cool aussehen. Jetzt habe ich aber echt eine komische Mischung gezogen. Ich habe schon überlegt, ob ich dann oben unten verschiedene Farben mache. Aber das mit dem Türkis, das passt irgendwie nicht. Ist jetzt die Frage, ob ich dann Violet, Plum, Dark Tulip und Rose Red nur verwende. Plum ist relativ dunkel, das heißt, das packe ich mal auf die Seite, Violet hier hin. Und Rose Red und Dark Tulip sind ja, meine ich, so, sieht man hier auch so ein bisschen, so eher so rötliche Violetttöne. Und Plum und Violet eher so bläuliche. Das heißt, vielleicht auf jeder Seite ein bläuliches Violett und dann ein rötliches Violett. Wäre vielleicht eine Idee. Ich denke, ich mache jetzt erstmal alles zum Tönen fertig und dann gucken wir uns das nochmal genau an. Damit töne ich mir dann heute schon zum zweiten Mal die Haare. Jetzt ist die Frage mit Pony, ohne, gerade. Ich trage die ja immer anders, das ist das Problem. So leicht schräg lasse ich es trotzdem mal. Oh, ich hasse das. Frisch gewaschene Haare zu tönen. Deswegen trage ich auch lieber auf trockenes Haar auf. So finde ich das immer ein bisschen ätzend. Also Violet, Rose Red, Dark Tulip und Plum. Oder ich mache das umgetauscht, dass hier blau ist, rötlich, rötlich, bläulich. Also dann fange ich jetzt mit Dark Tulip an. Für hinten brauche ich dann natürlich gleich noch einen extra Spiegel, damit ich das auch nicht so auf die andere Seite auftrage. Ist die Frage, ob man das gleich überhaupt noch sieht oder ob sich das Rötliche sofort mit dem Grün neutralisiert. Das ist ja sehr wahrscheinlich. Ist die Frage, wie stark man dann was davon sehen wird. Aber das werden wir ja dann sehen. Also ich mache jetzt erstmal die Ansätze hier auf der Seite komplett in dieser Farbe. Oh, da ist schon mein Ohr versaut. Plum auf die andere Hälfte.
Auf die andere Seite kommt Violet. Oh, jetzt muss ich mal ganz genau aufpassen. Ohne Brille sehe ich das nämlich ganz schlecht. Okay, Rose Red. Oh Gott, diese Stirn. Gott sei Dank kriegt man das alles relativ gut ab. Falls ihr wissen wollt, wie ich die Farbe immer entferne, auch von meinem weißen PVC-Boden, dann verlinke ich euch mal ein Video in der Infobox. Da zeige ich euch nämlich meine Lieblingsmethode. Da muss ich mir nämlich nie Gedanken machen, dass das irgendwie auf meiner Haut nicht mehr abgeht oder auf dem Boden. Auch die Farbe ist richtig cool. Ist das cool. Also ich kann nur sagen, meine Nägel erstmal schön, kann ich gleich erstmal neu machen. Die Farben, also ich glaube auch alle vier, das sind so Farben, die bluten extrem aus. Ne? Man sieht, die färben total ab. Und ich habe meine Konturen jetzt so gut es geht sauber gemacht, aber ich kann jetzt natürlich nicht hier reingehen, sonst ist die Farbe ja wieder weg. Und das Auswaschen war die absolute Hölle, weil, also wenn du eine Farbe hast, die ausblutet, dann ist es schon scheiße. Aber vier, das ist unheimlich schwer gewesen, das so auszuwaschen, dass das nicht alles komplett ineinander verläuft. Es ist ja teilweise gar nicht, ja, zu vermeiden gewesen. Hier, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das erkennen könnt, muss das jetzt mal ganz eklig überbelichten, weil ich sonst die Befürchtung habe, dass man das nicht richtig sieht. Also hier, ich habe es nicht mehr genau im Gedächtnis. Also falls ich es jetzt falsch sage, sorry. Aber ich glaube, das war doch Dark Tulip, ne? Und das war Plum. Da sieht man schon einen Unterschied, ne? Das ist deutlich rötlicher. Wobei hier so manche Strähnen sind, die so ein bisschen bläulicher geworden sind. Also es ist so ein bisschen ineinander verlaufen. Hier unten ist es sehr schön bläulich-violett. Das sieht man ganz gut. Und auf der anderen Seite sieht man nicht so mega viel Unterschied. Also hier hinten sieht man es nur. Hier unten vor allem. So ein bisschen da. Das war ja dieses Rose Red, glaube ich. Was ja schon an den Handschuhen mega geil aussah. Und das müsste hier oben Violet gewesen sein. Ich muss sagen, von allen Farben finde ich das hier unten am besten. Hier hat es das Blaue zu sehr, hat sich nach unten ausgewaschen. Deswegen ist das hier so eher bläulich. Plum finde ich aber auch schön. Die gefällt mir am wenigsten, Dark Tulip. Ist natürlich auch geil. Je nachdem, wie ich jetzt den Scheitel trage, ist das halt mal mehr rötlich, mal weniger. Also ich finde es gar nicht so schlecht, dass es nicht alles so einheitlich ist. Ich hasse es, Tönungsvideos zu machen mit so dunklen Farben, weil dann sieht man das immer nicht so. Was ich jetzt aber sagen kann, ist, dass meine Haare super weich, super geschmeidig sind. Da komme ich so durch ohne Probleme. Die fühlen sich total toll an. Ja, Haare waschen war natürlich die Hölle. Man sieht es auch an meinen Nägeln nochmal. Ne? Die muss ich gleich machen. Das heißt also, jedes Mal kann ich mich schon mal darauf einstellen, wenn ich mir jetzt meine Haare wasche, dann werden meine Nägel so aussehen, also am besten ohne Handschuhe gar nicht waschen. Problematisch könnte es auch werden, wenn man damit durch den Regen läuft. Wenn man schwarze Sachen hat, ist das noch in Ordnung. Aber ja gut, selbst wenn es dann hier so runterläuft, ich könnte mir vorstellen, dass es dann trotzdem hier abfärbt. Also eher nicht in den Regen mitkommen. Heißt also, ab jetzt immer Regenschirm dabei haben. Ja, das ist immer so ein bisschen ätzend, dass das alles so abfärbt. Hier, meine Hände sind auch so ein bisschen bläulich. Meine Bettwäsche ist Gott sei Dank zum größten Teil dunkel. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel weiße Bettwäsche hat, was hoffentlich niemand hat, der sich regelmäßig mit Direktzieher die Haare bunt tönt, weil das wäre eine Katastrophe. Aber das wäre auch noch sehr schwierig. Also ich habe zum Glück immer sehr dunkle. Ich habe Angst, dass es so ein bisschen abfärbt in meinem Gesicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit so mache. Ja, da sollte man eventuell auch drauf aufpassen. Ganz, ganz, ganz empfindliche Farben. Alle vier, ganz offensichtlich. Auch wenn das jetzt natürlich gar nicht so unterschiedlich aussieht hier, also nicht großartig zumindest, glaube ich, dass sich das beim Auswaschen sehr interessant verhalten wird. Gerade auf dieser Seite sieht man ja jetzt nicht sehr viel Unterschied, aber ich glaube, beim Auswaschen wird das sehr unterschiedlich sein. Da bin ich mal sehr gespannt, welche Farbe davon am längsten hält, welche vielleicht über grün geht, welche eher über blau und was da einfach so passiert. Also dazu werde ich auf jeden Fall auch ein Auswaschvideo machen. Bei dem letzten, bei dem grün hatte sich das ja nicht so wirklich gelohnt. Das hat auch gar nicht mal so lange gehalten. Also ich glaube so 5-6 Haarwaschen ungefähr und dann sah das so aus wie am Anfang des Videos. Aber dazu wird es definitiv ein eigenes Auswaschvideo geben. Wie gefällt euch das Ganze denn? Welche Farbe gefällt euch denn am besten von diesen vier? Ja, ansonsten fällt mir schon gar nichts mehr ein, was ich euch noch sagen kann. Ich denke, ich habe euch alles erzählt. Habe es wie immer eine Stunde ungefähr einwirken lassen, mit lauwarmem Wasser ausgespült, also nichts großartig anders gemacht.
Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen, aber ich komme gerade nicht drauf, was es sein könnte. Also falls noch irgendwas fehlt, dann schreibe ich es einfach in die Infobox oder so. Oder falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin immer so ein Chaot, es tut mir leid. Also bis dann, macht's gut.